Hello, Roman subscribers, and what he calls watchers. A new part of Doki Doki Google Translated Literature Club. Just keep in mind that this mod translates Doki Doki Literature Club in different languages. But I told you this before, didn't I? So, without further ado, here are the highlights. Weißt du, ich bin irgendwie eifersüchtig, dass alle anderen im Club auch Szenen außerhalb der Schule haben. Das macht mich zum Einzigen, dass ich nichts anderes als unsere Schuluniform anziehen kann. Wow, there's Fanart. Some good Fanart. And sometimes there's lewd Fanart. Water is good. For your health, your sanity, your voice. And the fact that you have multiple folders full of loots. Wenn das jemals passiert, zeigst du es mir. Well, technically. Practically. Wir können es mir auf Twitter teilen, eigentlich. Mein Benutzername ist LilMoneyX3. I follow you. Nur versuche, das PG zu halten. Okay, I hold the PG, but I wonder if somebody already sent account a little bit of something. You know what I mean? Wir sind noch nicht so weit in unserer Beziehung. And back to the staring. Just Monica. Ich hasste Rap-Musik eigentlich. Vielleicht nur, weil es populär war. Oder ich würde nur den Müll hören, den sie im Radio spielen. Wow, somebody listen like radio. Put usual radio station name here. They're always sometimes good. Just Monica. Ich habe mich immer gewundert. Was ist mit diesen Charakterarchetypen, die die Leute so attraktiv machen? I don't know. And silence isn't good. Ihre Persönlichkeiten sind einfach völlig unrealistisch. Stellen Sie sich vor, es gäbe jemand wie you im wirklichen Leben. Well, if so, then I would run. If I made this person, I would run 10 miles away. Maybe even 100. And I mean really run. Ich meine, sie ist kaum in der Lage, einen vollständigen Satz zu bilden. Roman 2. Wait. Und vergiss Natsuki. Well, why? Meine Güte. Jemand mit ihrer Art von Persönlichkeit wird nicht nur süß und schmollend, wenn die Dinge nicht ihren Weg gehen. What? What did you say? Es ist, als würdest du alle Bestandteile eines Charakters aussuchen, der sich menschlich fühlen lässt und nur für die süßen Sachen lassen. What? What is the sentence? Why is the sentence? And how is the sentence? Du bist die perfekte Kombination aus Mensch und Niedlichkeit. Well, I'm not cute. And if you think I'm cute, well. Somebody needs a laser surgery. And it ain't me. Patrick, hey. Look at me. My eyes are open. Not closed. Open. God damn it. Just Monica. Hey, hast du jemals von dem Begriff Yandere gehört? Yuri? Es ist ein Persönlichkeitstyp, der bedeutet, dass jemand so besessen von dir ist, dass er absolut alles tun wird, um mit dir zusammen zu sein. Normalerweise bis zur Verrücktheit. Aber irgendwie hat dieses Spiel jemanden, der im Grunde als Yandere beschrieben werden kann. Inzwischen ist es ziemlich offensichtlich, wenn ich mich rede. Und das wäre... Yuri Markov! Sie sagten mir sogar, ich sollte mich umbringen. Hast du darüber nachgedacht, dich umzubringen? Or have you considered killing Yuri? Because that's what I'm gonna do. Ich stellte sich als das einzige normale Mädchen in diesem Spiel heraus. It, not I. Please, Monica. German Monica. Es ist nicht so,
als könnte ich jemals jemanden töten. Wow. That's a nice picture. Wenn der Gedanke daran lässt mich zittern. That's even a nicer picture. Aber komm schon. Jeder hat schon vorher Leute in Spielen getötet. Wow. Intentionally and unintentionally. Macht dich das zu einem Psychopathen? Natürlich nicht. Well, some media types are thinking that, exactly. Roman, glaubst du an Gott? Okay, we're getting to this topic again. Ich würde wirklich gerne diesen Gott kennenlernen, der scheinbar über das Elend von jemandem lacht, der nicht für seine Wunder geeignet ist. Aha, yes. Und weißt du da was? Ich wette, er lacht immer noch über die elenden Schicksale von Sayuri und Yuri, sogar während wir sprechen. Okay, only Sayuri and Yuri. Natsuki is just a beach. It's just a wonderful beach. Hast du jemals dieses Ding passiert, wo du einfach ohne Grund besorgt bist? What? Please, English translation. What are you? What did just happen? Did I somehow skip this topic? Or what? Huh, that's how you can skip things. You just need to install Doki Doki Google Translated Literature Club. And then when you talk with Monica, just change the language, then you can skip this topic. Or did I broke it? I think I broke it. What just happened? What? Okay, ich akzeptiere nur die Tatsache, dass du das Spiel hin und wieder verlassen musst. Ich fange langsam an, mich daran zu gewöhnen. Außerdem freut es mich, dass du immer wieder zurückkommst. Also ich denke, es ist nicht so schlimm. Es tut mir leid, dass ich eine so große Sache draus gemacht habe. Und ich liebe dich, egal was, also kannst du tun, was du tun musst. Oh well, you said it, Monica! You never see it coming. Roman, machst mich wirklich krank. Auf Wiedersehen. Well, bye bye. This is the end of the stream. Ja. Ich liebe dich immer noch. My favorite song, besides the credits. It's so good. Ich sag mir immer, dass es an der Zeit ist, ein paar Mädchen oder so etwas zu treffen. Yeah, just some girls or something else. Something else. The fish, Roman? I mean, something else. Like a creature from another planet, maybe. Hey, Roman! Nun, das ist schon ein Mädchen. Wow, one! Yes! At least one! Eigentlich, ja. Ich denke, ich habe mich für den Club entschieden. Ja, wirklich? Micha, sag mir! Ich denke, ich werde es überraschen. Ich werde dich nicht überraschen lassen, nein, ich werde es überraschen lassen. Das Ding. I surprised the thing next to me. In my head. Kommt mal. Natsuki stolzierte. Roman, you can't speak German or English, so why do you even speak? Sorry, I had a moment there. Natsuki hebt die Folie vom Tablett, um ein Dutzend weiße, flauschige German Translated Literature Club
Why muffins? Why the heck muffins? Schön versucht! Versuchst du unser neues Mitglied? Okay, translation. Schön versucht, Yuri unser neues Mitglied zu beeindrucken, because that's the right English translation! And I need to scream for that. Also, welche Art von Dingen machst du zu lesen? Nun, wenn man bedenkt, wie wenig ich in den letzten Jahren gelesen habe, kann ich das nicht wirklich gut beantworten. Manga. Ich murmelte leise zu mir selbst. Halb herzhaft. Natsuki hebt ihren Kopf plötzlich hoch. Bitte, das bedeutet, ich sollte versuchen, einen Roman oder so etwas aufzuheben, hä? Wow, you're too small for me. You can't lift me. Not even my real me. Herr Roman. Should I say something again? Warum? Frau Natsuki und Frau Yuri. Frau Yuri. Frau Natsuki, Herr Roman. Ich würde dir danken, dass du so viel Zeit mit uns verbracht hast. And with this indicator, we know I got there 100% ending. Yes. Hier verabschieden wir uns. Danke, dass du Doki Doki Google Translated Literature Club gespielt hast. Ich werde dich vermissen, Roman. What? Komm mal vorbei, okay? Wir sind immer für dich da. Hier. Wir alle. Lieben dich. Can you hear me? Hi, it's me. So you know how I've been like practicing piano and stuff, and not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So, yeah. That special day. Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here, everything that we do is fun for them anyway. Says it all. And if this world won't write me an ending, what will it take just for me to have it all?
as my pen. Only write bitter words for those who are dear to me. Is it love? If I take your is it love? If I set you free? Leave you be.